ist es denn wahr, Alter? Ist es denn wahr? Was haben wir denn da dran, ey? Einen wunderschönen guten Morgen. Petri zusammen. Heute erstmal hier testen. Schön am Bärensee. Am besten. Auf Barbe. Ja, Leute, heute geht's hier auf Barbe. Und zwar bin ich total inspiriert und begeistert gewesen vom Devilus, dem alten Bänger. Der hatte mich angeschrieben und meinte, oh geil, Alten, endlich meine Barben-Trophy gefangen. Er hätte verschiedene Spots getestet und verschiedene Köder und hat sich da Stück für Stück rangetestet am Bärensee hier. Und hat einfach Stück für Stück mit kleinen Boilies und Pellets sich quasi an die Barbe herangearbeitet. Also an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Ködern rumprobiert und hat dann festgestellt, ja, Alter, hier funktioniert's. Und hat dann den Köder ein bisschen dicker gemacht, hat einfach einen dickeren Boilie dran gemacht. Bam! Trophy. Ha! Irgendwas mit 9,8 oder was. Dickes, fettes GZ nochmal dazu. Was er mir gesagt hat, er hat verschiedene Spots ausprobiert und tendenziell fischige Boilies. So, ja, jetzt bin ich dran. ich teste jetzt auch erstmal ein bisschen rum. Was ich jetzt hier dran habe, ist einmal den normalen Käse. Dann habe ich hier mal Pop-Up-Rig gemacht, wobei, weiß ich noch nicht, ob das so geil ist. Mit Königskrabbe, Pop-Up-Krabbe als Mais und Krabbefisch als Dip. Und was bisher gar nicht so schlecht war, mit immerhin schon 3 kleinen Barben, hoppala, ist hier die Kombi mit Krabbefischpellet 14, Krabbemuschel 14 und Krabbefischdip. Das Ganze noch ohne PVA und ähnliches. Einfach mal so rausgeballert. Und ja, ich bin hier auf 44,50. Einer der entspannten Spots. Einer der Spots, die halt immer funktionieren. Und hier jetzt 21 Meter Clip. Einfach mal alles gleichmäßig so knapp in Richtung dieser Seerosen da hinten geworfen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt sieht es schon gut aus. Eine mit 3,5 Kilo, eine mit 4 Kilo, eine 1 Kilo. Das sieht schon ganz gut aus. Alles, wie gesagt, auf diese Kombination hier. Und ja, ich teste und teste und teste. Und ich weiß es auch noch nicht, wie... Da bin ich jetzt auf dem Käse. An welchen Zeiten das geht. Also ich hatte vor vielen, 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 vielen Monaten mal schon mal ein Barben-Video gemacht. Da weiß ich noch, da ging das mal eher so in den Abendstunden und dann wieder in den Morgenstunden oder sowas. Also es war nicht so kontinuierlich mit den Barben. Jetzt ist natürlich die große Frage, lüppt das durch oder geht ab und zu mal nur was dran? Ich hatte auch schon als erstes hier mal einen Tauwurm reingeschmissen. Der erste Fisch war direkt ein fetter Giebel auf Tauwurm. Kann man natürlich auch machen. Das gesamte Routensetup habt ihr vielleicht schon gesehen. Das ist relativ entspannt. Ne? Also man kann hier jetzt, also es ist auf die Alpha ausgelegt. Mit einer 14 Kilo Rolle. Das heißt so im Midgame, im ambitionierten Midgame kann man da schon mal Gas geben. Guck mal hier, links und rechts jetzt. Das freut mich natürlich, dass da die beiden anderen auch jetzt reingehen. Wobei das hier links, das zuppelt schon so hart. Da könnte natürlich jetzt auch ein Amur drauf gehen, ne? Einfach nur auf den Käse. Das heißt, durchaus, ja, gucken wir mal, durchaus möglich. Ja, aber alles nicht so dick. Alles nicht so dick. Tatsächlich, guck mal hier, auch auf dem Käse, 1,4, 1,5er Barbe, Hauptsache maßig. Schön, einfach auch normaler Käse, 21 Meter, noch nicht mal ganz, das waren vielleicht gerade mal 20.
So. Schön. Simple Inline-Montage. Wie gesagt, die Rute trägt 14,9 Kilo. Die Alpha drauf mit 14,5 Kilo. Und dass das Ganze hier nicht kaputt geht, habe ich hier ein Vorfach gemacht mit 13,8 Kilo. Also das ist hier meine schwächste Stelle im Set. Falls mir hier irgendwas durchgeht, würde mir das Vorfach abreißen. Ich habe 163 Meter Schnur drauf. Könnte ein bisschen knapp werden. Oh, wird schon. Muss man halt hart ein bisschen kämpfen hier. Und da bimmelt es aber auch schon wieder los. Gar nicht schlecht. Smoke wieder. So. Sehr gut. Hier hat es leider aufgehört gerade. Leider nichts mehr dran. Ach guck mal, ich habe hier noch eine andere Schnur drauf, sehe ich gerade. Aber sollte die gleiche Stärke sein, ist bloß eine andere Farbe. Hat aber keine Auswirkung. Nicht, dass sofort jemand denkt, oh mein Gott, ich brauche eine blaue Schnur, dann bimmelt es bei mir auch. Schiedi Gaul, Alter. Ach, sehr schön. Ja, aber das ist geil, ne? Also ich war echt begeistert. Fand das echt geil, wie der Devilus sich da an seine Trophy rangearbeitet hat. Spots suchen mit kleinen Ködern, wenn da auf einmal irgendwelche Fische reingehen, zack, optimieren. Also Köder vergrößern, vielleicht noch eine Mische irgendwie anstellen, die auch genau in Richtung des Köders geht und dann einfach versuchen, das Beste dann rauszumachen. Und belohnt geworden. Belohnt worden, das ist natürlich richtig gut. Na, was ist denn jetzt hier auf dem Käse? Käse abgenubbelt und abgehauen oder was? Nö, hängt noch dran. Hängt noch dran. Ja, ich würde sagen, wir angeln hier mal so ein bisschen. Gucken, was da jetzt geht. Ich neige ja dazu, muss ich gestehen, hier dieses Pop-Up-Rig nochmal zu ändern. Ne? Das Pop-Up-Rig vielleicht doch zu ändern. Auf Pellets und vielleicht mache ich dann auf die dritte einfach ein bisschen dickere Boilies oder die Fischpellets irgendwie dicker oder sowas. Also eins auf ein bisschen dünner und das nächste mache ich glaube ich gleich ein bisschen dicker. Oder ich lasse das mit der Basic-Variante weg. Das ist natürlich immer die Frage, ne? Wenn man schon was variiert, welche Variante nimmt man raus aus dem Game? Und welche optimiert man? Ich meine, der normale Käse ist schon ein bisschen nervig, ne? Wenn das so zuppelt. Jetzt. Doch nicht. Der kann sich einfach nicht entscheiden. Entweder ist der Fisch zu klein für den Einserhaken, dass er das Ding einfach nicht geschluckt kriegt. Zweite Mal schon quasi finaler Biss, runtergezogen. Und wieder ausgespuckt. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Ha. Naja, also. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Und dann schalte ich da gleich wieder rein. Mit dem nächsten dicken Fisch am besten. Okay, der dritte Versuch. Schafft er es jetzt? Würgt er sich den dicken, fetten Käseklumpen samt Haken runter, der Fisch? Er versucht es ja schon, ne? Der versucht es ja auch jetzt. Na? Und jetzt zieht er ab. Na? Ich glaube, er hat ihn schon. Er hat ihn schon, ja. Komm, jetzt zieht er mit weg. Zack. Jetzt erst rangehen. Zack. Jawohl, langsam hoch die Bremse. Ach, da hat er aber lang mitgekämpft, ey. Und zur Belohnung wieder aus dem Wasser geholt. Fail. Hast du gut gemacht, Alter. Schön. Top. So, raus damit. Zack.
Ich schaffe noch nicht mal die 21 Meter hier mit dem kleinen Setup. So. So, ich nehme das Ding hier nochmal raus, ey. Ich nehme das Pop-Up hier nochmal raus. Und dann bauen wir das nochmal eben um hier auf klassische. Gehen wir da nochmal eben rein hier. Sie haben Post. So, klassische Haarmontage. Damit fängt man ja auch an. Das ist so das Erste, was man sich so freispielt. Also ganz praktisch. Dann will ich ja die Bremskraft und alles komplett ausnutzen. Das heißt, ich nehme Leadcore hier alles in grün, weil das ja auch alles so grün und grasig ist da in der Region. Also grünes Leadcore, grünes Blei und das Vorfach wähle ich dann so aus, dass das unter der Tragkraft der Route so 13,8. Einser Haken groß, wir wollen ja die dicken Brocken. Und wir kombinieren hier wieder Pellet und Boilie. Und da gehen wir hier nochmal rein auf Krabbe und Fisch, jetzt den 18er. Krabbe, Fisch 18. Und Kokossahne kann man natürlich auch machen, läuft irgendwie immer, ne? Ich könnte natürlich Krabbe und Muschel auflösend mal verwenden. Krabbe und Muschel 20. Souljubel. Das hier habe ich. Das habe ich auf der Krabbe-Muschel. Das habe ich Standard drauf. Ich mache das mal. Vielleicht triggert das ja extra. Und dann gehen wir hier schön auf. Wo war das Dingen? Hier, Krabbe, Fisch. Läuft bisher ganz gut. Oder lief bisher schon ganz gut. Okay, ich bin gewichtsmäßig hier ein bisschen am Limit. Was haben wir denn für ein Blei hier? 40 Gramm. Gehe ich auch nochmal auf das 20 Inline. So. 20 Meter, 21 Meter Clip. Und jetzt muss ich aber richtig ausholen. Ja. Und komme aber auch genau rein. So. Jetzt bin ich aber gespannt, ey. Mal schön meinen guten Morgen-Kaffee weiter trinken. Ja, während ihr so hier schön morgens euch einen gönnt, gönne ich mir auch einen. Ah, ist immer schön. Das Sonntagsmorgens-Video. Immer geil. Schön entspannt Käffchen trinken. Bisschen Angeln dabei. Ah, perfekt. So. Und jetzt natürlich hoffen auf die richtig dicken Dinger. Bis gleich. Da hat es ja nicht mal gelohnt, bis gleich zu sagen. Genau in der Sekunde. Guck mal hier. Da muss auch. Ui, ui, ui. Was haben wir denn da direkt für Lümmel drauf, Alter? Mach mich nicht malig hier, ey. Was geht denn hier mit der Krabbe und dem Fisch am Bärensee, Alter? Scheiß auf Kokossahne. Alter. Oh, das ist aber entspannend, ey. Ist man ja gar nicht gewohnt vom Karpfenangeln. So. Oh, der hat aber einen dicken Rücken, oder? Ja, ja, kein Zielfisch. Einer geht noch. So. Leider, also nicht die Barbe. Aber ist ja auch wurscht, Alter. Schöner Schuppi. Schöner Schuppi geht er auch gerne mit. So, komm mal ran hier. 8,4er Schuppi. Dann hätte man so eine schöne 8,4er Barbe sein dürfen. Bisschen lang machen den Schuppi, dann geil das auch. Aber der geht da bestimmt gleich rein. Warte mal ab, ey. Zack. Das waren auch wieder so rund 20 Meter eher. Aber ich bin momentan ganz zufrieden. Auch so jetzt hier auf die Ecke eher geworfen. Sonst habe ich ja auch häufig mal hier so hingeballert. Nehmen wir erstmal uns die Ecke vor. Und wenn er dann irgendwann durch ist, dann wechsle ich vielleicht einfach mal so nach einer Stunde oder was. Dann gehe ich hier rüber. Dann ballern wir mal hier hin. Ja, so schön ausnutzen, komplett. So. Jetzt aber. Na, erstmal schön entspannen und Käffchen weiter trinken.
Und da bimmelt es auch direkt wieder los und direkt ganz aggressiv. Das ist natürlich nett. Auch wieder auf den normalen Käse. Auf den normalen Käse. Ich erwarte ja auf dem Käse immer nichts Großes, ne? Und werde auch nicht enttäuscht. Also, weil, also das ist halt auch das Schöne. Ich meine, es können dicke reinrasseln. Aber ich erwarte eigentlich so im Durchschnitt eher was, wo eben auch der Bärensee-Anfänger auf Käse, auf den Tauwurm oder auf die Teige, da kann man sich eben als Anfänger auch mal entspannt hier hinstellen. Es kann passieren, dass mal da was Dickes reinrasselt, aber es ist schon sehr, sehr selten. Das heißt, wenn man mal wirklich Bock hat hier unbedingt am Bärensee, weil man ist ja gerade schon Level 18, hat vielleicht aber noch nicht das passende Setup dafür, dann einfach halt diese entspannten Köder nehmen und einfach ein bisschen was rausziehen. Ein bisschen schon mal die Spots testen, rausziehen und gucken. Und vielleicht geht da sowas wie eine Goldschleie rein. Das wäre natürlich auch schon geil. Und ansonsten dann irgendwann mal, ja, wenn das passende Setup da ist, dann erst auf die richtig fetten Montagen. Dann hat man wahrscheinlich auch schon alles geskillt soweit. Dass man dann vielleicht auch sogar Pop-Up-Montage, die Haarmontage mit Sicherheit schon, ne? Grundfischen Haarmontage. Wo ist sie? Pop-Up. Hier, relativ schnell. Ja. Das kriegt man auch schnell zusammengeangelt. Und da zuppelt's. Oh, es zuppelt los. Es geht los. Zack. Jawolski. Aber nicht so ganz schwer, ne? Ja, schafft's nicht in die Bremse zu gehen? Oh, doch, 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 doch. Oh, doch, doch, doch. Hart am Limit sogar. Ich hoffe ja hier echt noch auf die dicke Barbe. Auch hier wieder auflösender Boily. Na? Ne, ein Amur, ne? Eppa. 6 Kilo Amur. Auch schön, aber nicht ganz Zielfisch. Ob das daran liegt, ey? Ob das daran liegt, wisst ihr was? Ich baue jetzt gleich tatsächlich die dritte auch nochmal um. Eigentlich, also diese Kombi finde ich schon geil. Ich verwende aber noch keine Mische und alles. Einfach nackt hier rein. Aber eigentlich ist die Kombi schon geil. Ich sag mal, die grundsätzliche Köder-Kombi. Und vielleicht doch noch. Ich mach das nochmal mit den. Ja, wie machen wir das denn? Ich mache einfach nur nochmal diese Kombi. Bloß in groß. Ja, muss reichen. Und den ollen Käse, den nehmen wir jetzt mal raus aus dem Wasser. Der ist auch schon ganz aufgeweicht. Bläh. So, den nehmen wir mal raus. Jetzt so schön für die Morgenstunden. Vielleicht ballert da ja nochmal was rein. Erstmal für die Optik, Alter. So, jetzt haben wir hier auch die grüne Schnur drauf. Dann nochmal schnell Haarmontage. Bisschen beeilen jetzt. Muss ja auch lüppen jetzt. Zack, 22er. Zack, Blei. War, glaube ich, schon wieder zu schwer. 13,8er Vorfach. Blei runter. 20 Gramm. Oh, Haken. Okay, nehmen wir hier 1er Haken groß. So, dann Krabbemuschel 18. Die Kombi. Krabbe hier. Pellet 18. Hier auch. Krabbemuschel 18. Und das ist Fisch. Krabbe Fisch. So, Alter, ist da gerade was reingerasselt? Hat das gerade so komisch geschnurrt? Und hier muss ich natürlich wieder den Clip setzen. Auch wieder auf 21 Meter. Und volles Met raus, weil ich habe nur so ein kleines 20 Gramm Blei. Komm aber auch da an. Sehr gut. Ist da jetzt was dran? Da ist was dran. Alter, habe ich doch richtig gehört gerade. Alter. Alter, leck mich fett.
Ich dachte schon gerade, was ist das für ein komischer Sound gewesen? Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Sofort rein hier, hart in den Blank. Und langsam ziehen hier. Schön langsam durchziehen. Komplett den Widerstand geben. Oh, 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 oh. Ich hab halt ein bisschen wenig Schnur drauf. Ich hab nicht so Bock auf einen ewig langen Drill, wo der Fisch weit abhauen kann. Oh, nein! Nein! Nicht dein Ernst, Alter! Ficky-facky, ausgeschlitzt, ey. Hätte ich doch noch mal ein paar Mal eingehauen. Und ich hab noch gedacht, hasse. Ah, das ist aber auch selten, ey. So, raus mit dem Otto. Aber es bimmelt ja auch schon wieder weiter. Zack. Und nochmal rein in die Fresse. Den Haken rein da. So. Das war vielleicht auch ein bisschen zu straff. Siehst du, lieber ein bisschen mehr Schnur und entspannter drillen, als dann diese harten Geschichten, ey. Also ich bin ja gerne hier mit 200 Meter Schnur oder sowas unterwegs. Zack. Und ab in die Ecke wieder hier. Und da sind mir die... Da sind mir die 163 schon fast ein bisschen knapp, ey. Ich guck mal eben nach, wie weit das denn hier ist. Also, ich habe mal eben nachgeschaut. Theoretisch von hier bis hier, was so ungefähr das weiteste ist, sind es 117 Meter. Also entspannt. Gut, ich muss natürlich dann aufpassen, ne? Immer hier wieder diesen Zippel. Wenn hier schon einer nach dahin abgehauen ist, dann dieses zusätzliche dann auch noch mit einrechnen. Also rechtzeitig loslaufen. Aber entspannt. Okay. Ja, so. Was sagt denn die Zeit? Wir haben schon wieder... Alter, wir haben schon wieder soweit. Ich würde sagen, gucken wir mal eben kurz... Oh, ne. Nehmen wir den nochmal eben mit. Gucken wir gleich nochmal eben in den Kescher rein. Was das Ganze denn so gebracht hat. Bisher, muss ich sagen, bin ich schon zufrieden. Bin ich wirklich schon zufrieden. Und ich hau nochmal rein. Weil, also der Schwerpunkt ist ja auf die Barbe. Und weil die Barbe einfach so geil ist und auch so ergiebig ist von der Kohle, deswegen bin ich schon zufrieden. Und es ist eben schön, es ist so entspannt. Es sind so kleine Fische. Das ist alles nicht so actiongeladen. Guck mal hier, kleiner Schuppi wieder. Das kann man einfach mal entspannt machen. Macht eigentlich so ganz fertig. Und auf einem kleinen Setup kann man hier schön auf Barbe gehen und gut Kohle machen. So, jetzt gehen wir mal eben hin. Schauen uns mal eben an, was das Ganze so gebracht hat an der Kohle. So. Und da sind wir jetzt hier bei rund einer halben Stunde. Ja, knappe 100 Silber. Sortieren wir mal eben nach Preis. Da sehen wir es schon, die Barben. 4 Kilo Barbe. 4 Kilo Barbe für rund 20 Tacken. Das kann sich doch alles sehen lassen. Aber auch hier die Kleinen, das ist alles nicht so schlecht. Alles ist so gut im maßigen Bereich. Ein unmaßiger Kleiner war dabei. Einer ist abgehauen. Der hätte bestimmt nochmal ordentlich Kohle gebracht. Aber soweit so gut. Katsching, Alter. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann doch einfach mal den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen. So schön für den Algorithmus, Alter. Und nochmal drunter schreiben, was du so hier rausgezogen hast und was so die dicksten Barbenerfahrungen waren. Petri zusammen, ihr Krachlatten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Alter Falter, da kommst du hier zurück. Da kommst du hier nach dem Abspann zurück, Alter. Und was ist hier los? Es eskaliert einfach direkt weiter. Es eskaliert weiter. Es ist halt nicht auszudenken. Jetzt aber hier schnell den nächsten.
Alter, nicht dein Ernst. Alter Falter. Und der nächste Brocken. Alter Falter, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Alter, der hat Bock. Der hat Bock. Da müssen wir auch ein bisschen warten. Da müssen wir ein bisschen warten, dass er sich so ein bisschen austobt hier, der Fisch. So. Immer schön hinterherziehen. Jetzt nicht so doll stressen. Langsam drehen einfach. So. Wobei das auch gar nicht so energiegeladen ist, ne? Entweder ist er doch nicht so schwer und es ist ein Amur, der einfach nur so tut, als ob er dicke Arme hat. Alter Falter, jetzt ist schon Ende. Halbes Hechtverhalten. Das wäre geil, Alter. Hecht. Hecht auf Boilie? Kann man mal machen, ne? Nein, Blödsinn. Hatte ich ja schon einen Rücken gesehen vom Schuppi? Ich meine, das war der Rücken vom Schuppi. Es ist ein Amur. Tatsächlich. Ja. So. Raus damit. Aber jetzt, Petri.